Hey Freunde, willkommen zum nächsten Trophy Guide von Call of Duty Modern Warfare 3 und wir machen heute in der Mission Kostbare Fracht die Trophäe Schwebe. Und da starten wir hier gleich am Anfang mit einem Messer und holen uns zuerst mal den Fallschirm, um diese Trophäe überhaupt zu machen. Geht da also einmal komplett hier durch und ja, da hinten sind wir gestartet, also gehen wir hier einmal entlang und schnappen uns den ersten Container, wo auch gleich der Fallschirm drin liegt. Den finden wir nämlich hier auf der Straße, einmal hier links um die Ecke, da können wir den Container öffnen, hier auch nochmal auf der Karte gezeigt, also gleich am Anfang, da wo wir starten, da ist dieser Container und den machen wir eben einmal auf, finden da eine schicke Waffe und außerdem den Fallschirm, den ihr unbedingt mitnehmen solltet, damit ihr diese Trophäe erhalten könnt. Schnappt euch hier das Gewehr, ziemlich cool, damit könnt ihr ordentlich rumwandern und das ist eigentlich auch schon ziemlich gut. Ja, also starten wir weiter von dem Container aus, haben wir alles eingesammelt, Fallschirm in der Tasche und das Gewehr im Anschlag, dann gehen wir raus und laufen einmal komplett über die ganze Map zu diesen Silos hier und von den Silos aus gibt es da oben so ein Gebäude, wo wir eben einmal mit dem Fallschirm drauf müssen und über diesen Kran hier gehen müssen. Ich zeige euch das jetzt natürlich auch nochmal auf der Karte, wo genau dieser Kran ist. Der ist nämlich hier hinten in der Ecke. Da müssen wir einmal hin zu diesem Kran hier und von dem Kran aus müssen wir quasi auf das Dach einmal per Fallschirm springen. Also klettern wir hier die Leiter hoch, passt ein bisschen auf. Das ist etwas glitschig und vor allem sind hier noch ein paar Gegner. Die machen wir natürlich erstmal platt und wenn wir das erledigt haben, klettern wir eben hier den Kran einmal nach oben, gehen hier rüber und klettern hier noch einmal hoch. Ja, dann sind wir ganz oben am Kran. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, der fährt hin und her. Aber wenn er in der richtigen Position ist, könnt ihr theoretisch von dem Kran aus hier rüber auf das Gebäude springen. Fahrt zur Not einfach, wartet bis der Kran hier rüber fährt und dann habt ihr hier drüben auch schon die Trophäe Schweber. Und ja, von hier aus könnt ihr dann natürlich einfach ganz normal weiterzocken. Springt also einfach hier runter mit dem Fallschirm oder geht wohin auch immer ihr möchtet. Ja, Freunde, und das war die Trophy. Und wenn ihr noch mehr Trophäen wollt, schaut gerne unbedingt mal im Kanal rein. Da gibt es dann noch alle anderen Trophäen für euch natürlich aufgelistet. Checkt da also gerne mal rein. Lasst ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da. Lohnt sich auf jeden Fall, denn bei mir ja immer die neuesten Guides zu den neuesten Spielen. Euch noch viel Spaß, Leute.